Wir haben in der Klasse so eine kleine, ja, wir haben halt so ein Experiment gemacht. Wir müssten durch so einen Glücksgucker schauen und die positive Sachen zu finden. Und dadurch sind wir aufmerksamer geworden über Sachen, die wir so im Laufe des Tages nicht so richtig gesehen haben. Ich habe so kleine Kleinigkeiten gesehen, auch so Sätze, zum Beispiel glücklich steht dir gut und so. Ich habe einfach meine Kollegen gesehen, wie die so glücklich waren, die Freundschaft unter uns, den Zusammenhalt. Ich habe die gebastelten Sachen gesehen, was wir zu Weihnachten gebastelt haben. Ich habe mich erinnert, als wir gemeinsam gebastelt haben und einen schönen Tag, Schultag hatten. Wir haben da Spaß gehabt und es erinnert mich an Weihnachten. Weil wenn man so durchschaut, sieht man generell, aber wenn man durch das Glücksgucker schaut, dann kann man Kleinigkeiten, ja, sehen. Einzelne Sachen. Macht eine Person glücklich und auch wenn es einen schlechteren Tag hat, es bringt dich einfach, die Sachen zu sehen, die du nicht gesehen hast und bessere Laune. Meine Stärken sind, ich bin freundlich, ich bin kommunikativ, ich bin zielstrebig. Für mich heißt zielstrebig zu sein, zum Beispiel, wenn man noch eine Lehre sucht oder man hat etwas vor und man hält sich, bis man das quasi erreicht hat. Ich habe diese Stärke in meine Lehrstelle eingesetzt. Ich habe nach meiner Lehrstelle gesucht und habe sie auch bekommen. Sie ist Zahnarztassistentin. Ich habe öfters dort geschnuppert und es war auch mein eigener Zahnarzt, wo ich immer gegangen bin. Und schon als kleines Kind habe ich immer so immer rundherum geschaut und es hat mir immer gefallen, wie es dort auch aussieht und sauber immer. Und ja, dann habe ich mich einfach interessiert, wie das ist. Dann bin ich dort hingegangen, habe geschnuppert und dann hat er auch gesagt, dass ich eine Lehrstelle bei ihm habe. Immer die guten Sachen zu sehen, auch wenn man einen schlechteren Tag hat, einfach positiv zu denken und nie an den negativen Sachen so ganzen Tag nachzudenken, weil das bringt einfach zumindest auch die Jugendlichen in schlechtere Situationen und auch in, ja, Sachen, die man einfach nicht machen will. Man sollte einfach die Zeit nutzen, mit Freunden rauszugehen, mit Familie zu verbringen und einfach kommunikativ zu sein, wenn man was sieht, was einem vielleicht in eine schwierige Situation bringt, einfach mit Eltern reden, Freunde, Lehrer.